Die Geschichte des neuen Zentralstadions ist noch relativ jung. Trotzdem sind vor dem Treff der weltbesten Kicker im nächsten Jahr Geschichten gefragt. Leipzigs WM-Botschafter René Müller hat in der alten Schüssel viele Schlachten geschlagen. Zum Beispiel im März 82 gegen Barcelona. Wir waren zu jung damals, zu unerfahren und sind dann abgestraft worden. Damals war auch Latik Trainer, Simonsen hat gespielt. Es war im Viertelfinale im Europapokal. Die Katalanen führten kurz vor Schluss 1:0. Müller erinnert sich. Wir haben ihn nach einem großen Fight dann hinten raus 3:0 verloren, sind ausgekontert worden, waren die beste Mannschaft, sind aber dann reingetappt. René Müller stand damals am Anfang seiner Karriere. Heute ist er weltweit bekannt. Er ist auch der Botschafter von der Stadt Leipzig in Sachen WM. Richtig, Sie wissen gut Bescheid. Ja, ich muss eigentlich ganz gut informiert sein. Es gehört auch zu meinen Aufgaben hier. Für den noch relativ jungen Kollegen aus Spanien, ein glühender Barca-Fan, war das Gastspiel seiner Lieblinge im Frühjahr 82 in Leipzig völlig neu. Also, das wusste ich nicht. Und hat 3:0 gewonnen. Okay, das hätte ich mir auch vorstellen können. Im Rückspiel aber ließen Müller, Liebers und Co. die Experten staunen. Dieter Kühn glich die zwischenzeitliche Führung aus. Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Andreas Bornstein die Leipziger sogar in Führung. Und dort hätten wir sie fast zum Kippen gebracht, weil sie haben da 7 Minuten das 1:0 geschossen. Wir sind dann auf 2:1 vorbeigezogen und dann hat es ständig am Pfosten geknallt. Der Torwart hat sensationell gehalten und wir hätten es fast dort noch gedreht. Müller hat recht. Lok hätte zu diesem Zeitpunkt schon viel höher führen müssen. Thomas Dennstedt, Latte. Ein Freistoß von Frank Baum und Klasseparade vom Barca-Schlussmann. Und ein 30-Meter-Knaller von Matthias Liebers, Pfosten. Der spätere Cupsieger hatte gewackelt, war aber nicht gefallen. 23 Jahre später freut sich der Ex-Keeper auf das Treffen mit den Kickern im Sommer 06. Da lacht natürlich mein Herz, das ist ja logisch, weil man sich dann an vieles auch erinnert, was früher selbst einem gelungen ist oder nicht gelungen ist. Und dann ist man zurückgefahren in die Heimat und ist dann in diese alten Bruchbuden gegangen und hat gedacht, man verreist in die Vergangenheit und jetzt ist endlich wieder internationaler Fußball in Leipzig und das freut mich unwahrscheinlich. Schade nur, dass René Müller sein Können nie bei einer WM zeigen konnte. Das Zeug dazu hätte er unbestritten gehabt.